Ja, wir sind hier im Kongress in Graz. Die Veranstaltung heute ist die 25-Jahr-Feier vom STLB, dem Steirischen Landesverband für Psychotherapie. Und wir haben heute hier eine große Tagung mit einem Fest am Abend mit insgesamt 270 Teilnehmern. Der Titel der Veranstaltung ist Psychotherapie 2.5. Wir haben es in drei Themenblöcke aufgeteilt. Der erste, da geht es um Gesellschaft, auch gesellschaftliche Phänomene, die gerade passieren, kritisch zu reflektieren. Bei der Digitalisierung geht es um ein ganz aktuelles Thema dann natürlich. Und so der größte Vortrag dann im Rahmen der Neurobiologie wird vom Professor Gerhard Roth gemacht, der sehr bekannter Neurobiologe aus Deutschland ist und uns da einfach unter dem Titel, wie das Gehirn die Seele macht, Zusammenhänge zwischen Psyche, Körper und so weiter präsentieren wird. Ich bin Hirnforscher und beschäftige mich seit langer Zeit mit der Frage, wie im Gehirn psychische Zustände und die Persönlichkeit entstehen, welche Faktoren dort eine Rolle spielen, inwieweit Gene, Umwelt dort dominant sind. Und die weitere Frage ist, wie psychische Erkrankungen entstehen vor dem Hintergrund dessen, was man daraus findet. Und schließlich, was man gegen die psychischen Erkrankungen im Rahmen der Psychotherapie tun kann. Das Ziel des Vortrags ist, Informationen zu vermitteln, die aus der Neurobiologie kommen und verständlich machen, wie das Gehirn die Seele macht, wie bestimmte Faktoren, sehr komplizierte Faktoren zusammenkommen, wie die Umwelt, schon die vorgeburtliche, die frühkindliche, nachgeburtliche Umwelt und die spätere Umwelt zusammenwirken, um Persönlichkeit und Psyche entstehen zu lassen und wie man auf dieser Grundlage psychische Erkrankungen verstehen kann. Nämlich das ist notwendig, um überprüfen zu können, was in der Psychotherapie wirkt, was ganz offensichtlich nicht wirkt. Das ist in den letzten 10, 15 Jahren intensiv gemacht worden, unter anderem durch uns. Und wie man das alles bündeln kann, um die Wirkung der Psychotherapie steigern zu können. Der Titel meines Vortrags lautet Politik und Ethik der Gefühle. Und mein Anliegen ist eigentlich, auf gewisse Dimensionen einer Theorie der Gefühle bzw. des Erlebens von Gefühlen hinzuweisen, die meiner Meinung nach zunehmend vernachlässigt werden. Und zwar infolge eines zunehmenden Vorherrschens einer digitalisierten Kommunikation. Und das Hauptproblem, was die Gefühle aktuell betrifft, und das ist tatsächlich sehr aktuell in Vorwahlzeiten, ist, dass die Menschen vertraut sind mit einem üblichen Verständnis von Politik der Gefühle, nämlich man macht Politik mit Hilfe von Gefühlen, indem man diese instrumentalisiert, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Das ist aber natürlich nur ein kleiner Teil unseres emotionalen Lebens und nicht der spannendste. Und das Problematischste daran ist meiner Meinung nach, dass es ein entfremdeter Teil unseres emotionalen Lebens ist. Es geht in meinen Ausführungen darum, dass der Fortschritt, den wir alle erleben, den Menschen über weite Strecken auch überfordert. Die Geschwindigkeit der Entwicklung der Menschen ist so rasant und steigert sich derartig, dass man das Gefühl hat, ein klein wenig beim Zauberlehrling von Goethe zu sein. Die Geister, die man rief, die hat man dann nicht mehr im Griff. Und das ist eine große gesellschaftliche Herausforderung mit den innovativen Technologien, die wir erfinden. Nehmen wir das Beispiel E-Mail und Homeoffice her, so umzugehen, dass man zwar produktiv gut arbeitet, aber auch gut lebt. Mit 200 Mails am Tag traut sich kein Mensch mehr, 3 Wochen auf Urlaub gehen, ohne nicht täglich ins Mail am Laptop zu schauen. Das Ziel meines Vortrags ist, dass man zuerst einmal Probleme erkennen, formulieren muss, um im Diskurs mit der Kollegenschaft und Betroffenen Lösungsansätze zu finden und Menschen zu motivieren, diese Lösungsansätze zu leben. Daraus Erfahrungen zu sammeln, eine Rückbindungsschleife zu binden, um so nicht nur gebannt wie die Schlange und Kaninchen einander gegenüberstehen, sondern aktiv die Technologie wieder in den Griff zu bekommen. Der Mensch ist nicht für die Arbeit da, sondern die Arbeit ist für den Menschen da, worauf er gut lebe.
Das Thema des Vortrages ist Aufgabe der Psychotherapie in der zweiten Postmoderne. Aufgabe ist ein doppeldeutiges Wort. Das heißt einerseits, welche Aufgabe stellt sich oder soll sich die Psychotherapie stellen. Das heißt aber auch möglicherweise, dass die Psychotherapie sich aufgibt und keine Funktion mehr hat, sondern ihren Sinn in der zweiten Postmoderne verliert. Zweite Postmoderne bedeutet, dass Vorgänge, pervertierende, das Anliegen der Moderne, pervertierende Vorgänge, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zum Thema geworden sind, dass die sich fortgesetzt haben, scheinbar unter dem Titel der dringenden Notwendigkeit und der Unausweichlichkeit. Damit ist gemeint zum Beispiel die neoliberale ökonomistische Transformation der Gesellschaft. Dazu hat eine österreichische Kollegin, Angelika Grubner, ein Buch vorgelegt, das ich auch kurz besprechen werde, jetzt ganz neu. Damit ist gemeint, dass nicht wie in der Globalisierung versprochen, die Welt offener wird, sondern die Welt wird verschliffen und wird zu einem Einheitsbrei. Ich nenne das Globalismus. Die Digitalisierung ist nicht mehr nur ein Mediengebrauch, sondern die Digitalisierung ist eine niveaulose Kommunikation geworden, die auch gleichzeitig alle möglichen Zugriffe erlaubt.